Heute gibt es eine Buchvorstellung, in dem es darum geht, wie du an dir arbeiten kannst. Ich finde, es ist ein interessantes Buch, weil es auch eine Anleitung gibt aus der Traumatherapiesicht, wie du alleine an dir arbeiten kannst. Der Titel ist Befreiung von Scham und Schuld. Ich denke, dass es genug Menschen da draußen gibt, die sich null angesprochen fühlen, aber auf die das Buch einfach zutrifft wie die Faust aufs Auge. In dem Buch werden am Anfang mehrere verschiedene Personen dargestellt mit ihren Alltagsproblemen. Ja, sei es die Frau, die keinen Partner findet, der Typ, der vielleicht gut in seiner Arbeit ist, aber Probleme hat im Beziehungskontext und auch keine Frau findet, irgendwann dann eine findet, heiratet, aber unglücklich ist. Es sind einfach verschiedene Personen, in der sich der ein oder andere vielleicht wiederfindet. Und in diesem Buch wird dann auch der Prozess beschrieben, wie diese Menschen an sich arbeiten und wie sie in die Auflösung kommen, dass sie sich verändern. Und es wird auch beschrieben, dass diese Scham und Schuld in der Kindheit normalerweise entsteht. Nicht so, dass jetzt die Eltern einen schlagen oder anschreien, sondern Eltern haben einfach Erwartungen, ne? Dass das Kind ordentlich zur Schule geht, seine Hausaufgaben macht und so weiter und so fort. Und dadurch kann schon giftige Scham entstehen durch die Erwartungen unserer Eltern. Das können auf verschiedene Weise sein, wie Eltern sind. Und wir als Kinder, wenn man halt noch sehr jung ist, hinterfragt man ja nicht das Verhalten der Eltern. Man internalisiert es, also man nimmt es einfach an, fängt an, sich selbst abzuspalten von sich und von der Wahrheit. Man will die Bindung zu den Eltern aufrechterhalten, weil man ja die Eltern braucht und fängt an, sich selbst aber abzulehnen. Und das nimmt man mit ins Erwachsenenalter. Und wenn man dann merkt, dass man, oft merkt man es ja erst, wenn man leidet, wenn man irgendwelche Probleme hat und denkt, die anderen sind schuld, irgendwann wacht man auf und merkt, okay, irgendwo ist was in mir, wo ich daran arbeiten darf. In dem Buch wird beschrieben, wie man diese tief sitzende, giftige Scham verarbeiten kann und dass diese Erlebnisse, die wir in der Kindheit nicht verarbeiten konnten, dass die in sich Kraft gebunden haben, Lebenskraft, Energie, Zuversicht, Erfolg, es ist alles da drin gebunden. Wenn man das verarbeitet, kann das wieder entfaltet werden. Dieses Buch habe ich aus der Bücherei ausgeliehen. Es gibt so viele Möglichkeiten, an Bücher ranzukommen, weil wenn ich jetzt allein mein Bücherregal angucke, wenn ich jedes Mal in den Laden gehe und für 30 Euro oder so ein Buch kaufe, keine Ahnung, dann ja. Deswegen, man kann es gebraucht kaufen, man kann in der Bücherei gucken und es sich ausleihen. Manchmal lohnt es sich einfach nur auszuleihen und da reinzulesen. Und wenn du es super spannend findest, es dir kaufen und auch zu Hause lassen. Ja, so viel zum Thema Scham und Schuld, was das für Auswirkungen hat auf unser Leben, wie das uns einengen kann und wie wir daran arbeiten können, es für uns aufzulösen. Ich darf leider nicht aus dem Buch jetzt vorlesen und euch irgendwelche Anleitungen geben, sonst hätte ich es gemacht. Leih es dir aus, besorg's dir, lies es dir durch, wenn es dich betrifft. Wenn du mehr Buchvorstellungen haben möchtest, dann schreib mir gerne unten in die Kommentare. Wenn du eine Buchvorstellung hast zu einem besonders tollen Buch, schreib es mir auch gerne unten in die Kommentare rein. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und bis bald zu einem der nächsten Videos.